Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Senjutsu Box von Iron Maiden. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Senjutsu von Iron Maiden, das Ganze am 3. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 17. Album von Iron Maiden, das erste Album seit mittlerweile 6 Jahren. Wir haben hier eine Box im Querformat in Schwarz. Das Ganze kommt hier noch mit einer Banderole zusätzlich hier versiegelt. Die können wir mal hier abziehen. So, also wir sehen schon auf den ersten Blick, auch beim Albumtitel haben wir es hier mit einem japanischen Thema zu tun. Hier diese Banderole kommt in Rot. Dann haben wir hier den schwarzen Aufdruck senkrecht. Iron Maiden, das sieht schon sehr so nach Kalligrafie und dieser Schriftkunst aus. Dann rundherum goldene Zeichen und Verzierungen. Hier lesen wir dann noch Senjutsu Deluxe Boxset FSK 12. Hier gibt es weitere Zeichen. Ich glaube, das sind die beiden Zeichen für Senjutsu. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal diese Samurai-Maske. Dann den Barcode, das Label, die Infos und nochmal der FSK 12 Hinweis. Ja. Zum Albumtitel selbst, Senjutsu oder auch Senjutsu ausgesprochen, kommt aus dem Japanischen und heißt so viel wie Taktik und Strategie. Wir haben hier die Box in diesem japanischen Stil gehalten, also in Schwarz mit goldenem und rotem Aufdruck. Hier in der Mitte sehen wir wieder diese Samurai-Gestalt, diesen Samurai-Kopf mit dem Helm. Rechts und links dann jeweils diese roten japanischen Schriftzeichen. Auf der Seite Iron Maiden. Dann haben wir hier so eine Landschaft. Hier nochmal den Schriftzug und wieder die Landschaft. Auf der Unterseite glatt schwarz. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen in so einem reflektierenden Goldgrün. Und hier kommt uns dann eine Zwischenetage entgegen. Hier ist tatsächlich gar nichts drin, also der ganze Platz hier ist einfach leer gelassen. Wir haben hier den Eddie, also das Maskottchen von Iron Maiden, in diesem Fall diesen Samurai Eddie, mehr oder weniger. Wir holen ihn hier mal raus, beziehungsweise hier, Schwachsinn, wir haben hier so eine Lasche, da können wir einfach das Ganze abziehen. So, dann sehen wir, das Ganze ist hier wirklich so eine eigene Etage, kunstvoll gestaltet. Sieht aus nach heftigem Schlachtfeld und hier steht keiner mehr, außer er hier. Alle anderen liegen verbrannt oder getötet am Boden. Rückseite in Rot. Kann man sich auch eventuell so dann in den Schrank stellen, also mit dem offenen Deckel. Dann hat man hier dieses schöne Bild. Weiter geht's. Wir haben dann hier einen Umschlag. Ja, einen Umschlag mit weiteren Boxinhalten. Dann kommt uns hier entgegen das Album samt eines weiteren Inhalts. Also die sind ja auch wieder mit so einer Banderole befestigt. Und hier unten gibt es dann auch noch ein Poster. So, die Box ist jetzt leer. Hier unten noch so ein roter Einleger. Kann man hier aufklappen oder generell rausnehmen. So eine Papphalterung, damit auch das Album und die Schriftrolle hier unten entsprechend fixiert sind. Wir machen diese Zwischenebene wieder rein. So, und den Deckel auch wieder drauf. Gut, die Box kann mal zur Seite. Wir starten natürlich mit dem Album an sich. Den Rest packen wir derweil noch weg. So, und dann schauen wir mal. Also, auch hier wieder so eine Banderole beschriftet. Senjutsu, the writing on the wall. Also, wir haben hier einerseits das Album, das eben den Titel trägt, Senjutsu, hier auch wieder beschriftet rundum. Man muss die übrigens nicht aufschneiden und zerstören, die lassen sich wirklich perfekt abziehen, so wie auch das auf der Box. So, und dann haben wir hier zwei Digipacks, einmal das zum Album und einmal das Bonus-Digipack hier zum Track The Writing on the Wall. War ja die erste und ich glaube bis dato auch einzige
Single-Auskopplung bzw. ja, Video-Auskopplung zum Album. Kommen wir gleich dazu. Wir starten natürlich mal mit dem Album an sich. So, auf der Seite beschriftet Iron Maiden Senjutsu. Dann auf der Vorderseite wieder der Samurai Eddie. Oben der Schriftzug und links der Schriftzug. Hier nochmal die japanischen Schriftzeichen. Und auf der Rückseite haben wir nochmal das miese Gesicht von ihm, der uns hier wirklich böse entgegensieht. Heftige Optik. Seitlich in schwarz. Und so sieht das hier innen aus. Hier nochmal diese Maske samt Helm. Und dann hier diese wunderschöne Landschaft, die wir auch im Innenleben hatten. Wenn wir das mal kurz wegmachen. Genau, dann sieht das so aus. Das ist genau dieses Bild, das wir in der Box schon hatten. Schönes Panorama. Dann haben wir die zwei CDs. Einmal hier. Disc 1 steht hier. In Rot. Und rechts dann die Disc 2. In diesem Fall in Blau. So, und dann haben wir natürlich auch noch ein Booklet dabei. Allerdings gab es bei dem Booklet, ich weiß nicht, ob es wirklich alle Boxen betroffen hat, aber es war auf jeden Fall eine Großzahl. Es hat eine Vielzahl an Boxen betroffen. Haben wir hier leider Gottes das falsche Booklet. Und jetzt könnte man vielleicht denken, okay, hier ist dieses The Writing on the Wall Booklet. Dann ist eventuell hier das Senjutsu Booklet drin. Allerdings, leider falsch gedacht, hier ist auch das Writing on the Wall Booklet drin. Also hier passt natürlich, aber das Senjutsu Booklet hat es leider nicht in die Box geschafft. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch eine Internetadresse, wo man das Ganze irgendwie so melden und sich anmelden kann. Und dann kann man das hier umtauschen lassen, beziehungsweise das Richtige noch nachträglich zugeschickt bekommen. Werde ich dann auf jeden Fall mal machen. So, wir haben hier ein komplettes Booklet anlässlich des Tracks The Writing on the Wall. Bedeutet, hier wird uns einfach etwas erklärt zu diesem Track, zu den Hintergründen und natürlich auch hier so ein kleines Making-of, weil das ganze Video ist hier in so einer Zeichentrick, in so einer Animationsoptik gehalten. Kein reales Video. Und dementsprechend war das hier natürlich sehr viel Arbeit, das Ganze zu animieren und zu entwerfen. Und hier wird man so ein bisschen mitgenommen in den ganzen Entstehungsprozess. Also auf jeden Fall heftig, dass man einem einzigen Track oder ja, einem Video und einem Track hier ein komplettes Booklet gewidmet hat. Viele, viele Seiten mit Infos und Making-ofs. Hier dann auch nochmal die wichtigsten Credits vermerkt. Ja, also ein sehr interessantes Booklet, das wir, wie gesagt, zweimal mit dabei haben. So, einmal hier. Dann haben wir die zweite CD, oder eigentlich die zweite CD hatten wir schon im regulären Digipack von Senjutsu. Hier ist keine CD drin. Hier ist, glaube ich, wirklich nur eine Blu-ray drin. Wir schauen gleich. Auf der Rückseite hier jede Menge Infos und genau, hier lesen wir es. Musikvideo, SFX-Video und The Making of the Writing on the Wall. Bedeutet, wir haben hier in diesem Digipack eine einzelne Blu-ray, die nochmal hier diesem Track gewidmet ist, The Writing on the Wall, und das nochmal ausführlicher behandelt. Hier dann auch nochmal komplett die Innenseite bedruckt. So. Und wie gesagt, ja, das Booklet erspare ich euch jetzt an der Stelle, weil das ist einfach eins zu eins das, was wir vorhin schon durchgeblättert haben. Leider Gottes. Haben wir jetzt zweifach. Und hier gibt es dann nochmal eine Szene aus dem Video. Gut, so viel zu den beiden Digipacks. Dann haben wir mit dabei eine Rolle. Es ist ein Poster, zusammengerollt, sieht echt aus wie so eine alte Schriftrolle. Auch hier wieder so ein Siegel, können wir hier aufziehen. Und dann schauen wir uns das mal an. Das Poster ist, wie wir sehen, im Hochformat, aber um es wirklich optimal hier dann einzufangen, werde ich es einfach jetzt mal im Querformat hier so aufrollen, genau. Also es ist auch wieder ein Poster anlässlich des Tracks, hier mit dieser kompletten Optik. Writing, ja, jetzt ist es passiert, Writing on the Wall. Und hier unten, kann man das sehen, ja, die ganzen Credits vermerkt. So sieht das aus. Also, sieht echt aus wie so ein Filmposter, wie so ein Filmplakat. Dementsprechend haben wir das Ganze hier einseitig bedruckt
und im Hochformat. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch so einen Umschlag, wie so eine kleine Mappe. Auch die hier in diesem japanischen Stil, in diesem Samurai-Artwork gehalten. Schön gestaltet. Und wenn wir dann hier aufklappen, dann, gar nicht so einfach, kommen uns hier diverse Inhalte raus. Wir schauen nochmal kurz. Ich glaube, ja, dürfte jetzt leer sein. Und zwar, was haben wir hier? Wir haben hier diverse Kunstdrucke, aber wir haben hier auch was sehr Spezielles. Die Kunstdrucke nochmal kurz zur Seite. Und zwar haben wir hier so ein kleines Papier zum Falten, quadratisch. Wir sehen auch hier schon diese Hörner. Die kommen uns bekannt vor, denn es sind die Hörner von, Moment, hier genau, von diesem Samurai-Helm. Und wenn man dann ein bisschen Geschick hat und diese Anleitung hier versteht, die hier dabei ist, dann kann man das hier schön zusammenfalten und am Ende hat man hier, ja, so Origami-mäßig so eine kleine Pyramide, die dann hier diesen Helm symbolisieren soll, also mit diesen Hörnern. Ja, also wenn man dieser Anleitung dann folgt, kann man dieses schöne Teil hier zusammenfalten. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch Kunstdrucke. Und zwar einmal hier dieses japanische Zeichen mit einer Schlange, die sich hier drum windet. Einseitig immer bedruckt im Hochformat, das ist so gestärktes Papier, also wirklich wie so Kunstdrucke eben. Dann ein zweiter mit dem Samurai-Kopf. Dann nochmal die Schlange auf diesem Zeichen hier in, ja, Türkis. Und zu guter Letzt noch eine Wackelkarte mit diesem heftigen Artwork. Also hier der Samurai mit dem Schriftzug. Und je nachdem, wenn wir das hier so ein bisschen kippen, dann ändert sich das hier. Das Schwert bewegt sich hier und natürlich auch der Arm geht vor und zurück, die Schulter. Ja, schönes Ding. Hier unten auch nochmal Iron Maiden Schriftzug. Eine Wackelkarte in Übergröße. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Wackelkarte. Dann die Art Prints, die Kunstdrucke. Drei Stück an der Zahl, alle im Hochformat. Das Papierchen hier zum Zusammenfalten für diese kleine Pyramide, für diesen Helm. Dann das Kuvert, in dem sich das Ganze hier befunden hat. Das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat mit dem Filmplakat zu The Writing on the Wall. Und natürlich die beiden Digipacks. Einmal hier zu dem Track mit der Blu-ray drauf und einmal zum Album an sich, Senjutsu, das Digipack mit 2 CDs und 10 Tracks. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Senjutsu von Iron Maiden. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Iron Maiden unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.